Guten Tag, ich heiße Wolfgang und heute machen wir Pfannkuchen mit Blaubeeren. Für dieses Rezept braucht man 3,5 Tassen Pfannkuchenmix, viele Blaubeeren, einen halben Teelöffel Zimt, 2 Eier, 2 Tassen Wasser, ein bisschen Butter. Und man wird auch dieses Kuchenzubehör brauchen. Ein Pfanne, ein Löffel, ein Pfannenheber und ein Schneebesen. Zuerst in einer Schüssel zufügen Sie die Mix hin. Gießen Sie 3,5 Tassen. Dann zufügen Sie den Zimt hin. Dann zufügen Sie das Wasser hin. Endlich schlagen Sie die Eier auf. Und zufügen Sie die Eier hin. Dann schneebesen Sie alles schlagen. Dann heizen Sie den Herd bis 375 Grad Fahrenheit. Lassen Sie die Butter aus und dann können Sie die Pfannkuchen braten. Nach einer Minute flippen Sie den Pfannkuchen. Vergessen Sie nicht, die Blaubeeren hinzufügen. Also, sind wir fertig. Sie sehen nicht so gut aus, aber ich hoffe, dass sie gut schmecken.